Moin moin Leute, Rudo BK hier und ab nächsten Freitag geht's endlich wieder richtig los. Das heißt, ab dem 23.01. geht es wieder mit Livestreams weiter. Ich habe mich jetzt soweit mit Hitbox.tv mal ein bisschen durchgefitzt und alles zurecht gemacht. Auch mit dem neuen Streaming-Programm läuft alles wunderbar, hat alles auf Anhieb geklappt. Nochmal danke für Helge, dass er mir geholfen hat mit den Einstellungen, weil alleine geht das ein bisschen schwierig. Aber wie auch immer. Sozusagen auf Twitch werde ich jetzt nicht mehr streamen, nur noch auf Hitbox, weil wirklich der größte Vorteil, das haben wir geguckt, das ist der Delay, also die Verzögerung zwischen meinem Audio und bis es bei euch ankommt, das sind unter 10 Sekunden und nicht mehr wie bei Twitch bei, ich glaube, fast 30 Sekunden. Und das ist schon ein enormer Unterschied. Und da ich ja weiß, einige oder vielleicht wenige von euch sprechen überhaupt kein Englisch oder verstehen kein Englisch, Hitbox allerdings ist fast ausschließlich auf Englisch. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie ihr euch bei Hitbox anmelden könnt. Es ist ganz einfach. Um euch auf Hitbox zu registrieren, ist das wirklich ganz simpel. Ihr gebt einfach oben bei eurer Suchleiste ein www.hitbox.tv. Das Laden kann ein bisschen dauern, weil da die Serverkapazitäten wohl noch nicht so gut sind. Und auch manche, viele gleich streamen. Nicht wundern, es wird euch gleich ein Livestream hier mit angezeigt. Ich logge mich mal schnell aus, wenn ich das hinbekomme. Okay, und zwar dann klickt ihr hier einfach auf hier, New here, Create Account. Ihr könnt euch übrigens auch mit Facebook registrieren, geht ganz normal. Dann eure E-Mail-Adresse, Benutzernamen, den ihr haben wollt, eure Passwörter, also einmal euer Originalpasswort und dann nochmal wiederholen wegen der Sicherheit, den Sicherheitscapture und dann auf Sign Up klicken. So einfach ist das und wenn ihr dann auf mein Stream gehen wollt, dann macht ihr einfach anstatt hitbox.tv das Sign Up weg und dann / Ultra Keks Kanone. Und schon seid ihr auf meinem Kanal. Und da geht's dann. Wieso ich gerade? Ich muss auch mal den Pausenbildschirm ein bisschen ändern. Und da geht's dann ab nächsten Freitag los. Chatten könnt ihr hier auch ganz normal. Und für die, die es wissen, Smileys gibt's natürlich auch jede Menge. Oder ihr könnt euch auch, wenn ihr den Chat jetzt hier unten nicht haben wollt, könnt ihr auch auf hier Pop-Up-Chat klicken. Das kann man natürlich nur machen, wenn man einen Account hat. Also es gehen nicht alle Funktionen, wenn man sich nicht registriert hat. Ja, das war's soweit zu Hitbox.tv. Ich hoffe doch, dass ganz viele Leute sich dann nächsten Freitag um 17 Uhr zum Livestream einfinden, wenn es dann mit StarCraft 2 weitergeht. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Video oder bis nächsten Freitag zum Livestream. Eure Ultra Case Kanone. Ciao!